Oh, die können dich ja auch schon mal abhacken, die Dinger. Die können dich komplett aus dem Leben ballern, die können dich crushen. Also zerquetschen praktisch. Eben hier jetzt zum Beispiel verstehe ich nicht, warum du den benutzen solltest. Kannst du einfach normal drüber jumpen. Wegen. Ah, ich glaube so. Wir nehmen alles mal mit, was wir mitnehmen können. Wenn wir nicht geduckt laufen. Also den müssen wir da lassen. Das müssen wir nochmal machen. Katzen-Suit kriegen wir vielleicht auch noch. I came to real life. Ich weiß ja nicht, was wir mit dem Power-Up machen müssen. Jo, Digga. Okay. Ich will erst mal gucken, was der macht. Oh, no. Aber dass der nach da geht, finde ich auch irgendwie weird. Wir lassen den Pau hier einfach unten. Mit einem Powdropper dann in die Pipe rein? Boah, das ist ja fast gewesen. Ich dachte, wir müssen das einfach so machen. Wenn wir sofort instant springen, kriegen wir es, glaube ich, auch nicht hin. Ich glaube, das zerquetscht uns wieder. Oder vielleicht doch, wir kriegen es hin, vielleicht. Sehr gut. Also. Okay. Also, war auf jeden Fall eine süße Stage. Kriegt auch ein Like. Let's go. Escape the Ghost House. Kein gutes Zeichen. Muss irgendwo ein Hidden Block sein. Eigentlich. Oder ist das ein absoluter Mega-Troll? Könnte auch sein. Geht mir gehen die Pipe. Ein paar Dreckmann, die auch, danke. Da gehen wir nicht lang, da können wir nicht durch, außer ein bisschen klein. Da ist auch nix. Deswegen sagt er did it. Ich glaube, wir müssen den Hit bekommen, in die Pipe und dann geht's weiter.
Wir gehen mal in die rechte Pipe. Es geben. Ja, ich hab's mir fast gedacht, wahrscheinlich müssen wir das Spin-Jump drauf machen. Keine Leben leider. Sieben Sekunden. Jo! Sehr gut. Ja, wir lassen mal ein Like da ausnahmsweise. Let's go. Speedrun. Wir haben aber 100 Sekunden Zeit. Die Pipe geht nirgends hin. Da ist die Axt. Jo, Mann. Das ist ein Coin. Ah, ich habe gedacht, das ist die Axt. Das sind Pipes. Da können wir die Leben farmen. Mal hin. Da ist doch nichts. Okay, da hinten. Boah, das war close. Da ist die Axt. Sehr gut. Wir kriegen auch die drei Leben wieder. Sehr schön, sind oben auf 18. Jo, wir lassen mal ein Like da. Es gab die drei Leben. War eine nette Stage. Weiter geht's. Ja. Let's go. Sick. Das sieht schon mal gut aus. Wir gehen mal weiter. Unten war zwar auch noch irgendwas, aber... Süß gemacht. Geh mal in die Box. Oh, das war auch close. Ja, noch keine Leben bis jetzt. Keine Ahnung. Wir machen mal weiter. War trotzdem eine süße Stage, finde ich alles nein. Wir fahren schnell mit einem Pimmelsymbol. Erreicht das Ziel, ohne den Boden zu berühren, wenn du ihn einmal verlassen hast. Das ist ganz schön tight. Ja, das ist halt echt ein bisschen tight, Digga. Wir kriegen die drei Leben an den Start, sehr schön. Wir lassen ein Like da. Das war auch eine coole Stage, finde ich alles in allem. Wieder gut. Nicht mehr gesehen, der ist wieder rausgeflogen. Warum? Keine Ahnung.
Was passiert mir als manchmal ein bisschen. Okay. Hier gäbe es tendenziell die Leben. Könnte ein bisschen Pain werden, aber wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir hier die Leben zusammen gefarmt. Na gut. Cool. Kriegen wir gleich schon die drei Leben am Anfang. Da brauchen wir noch einen, um da hochzukommen. Okay. So, da sind ein paar Bohnenranken. Eine Bohnenranken. Ja. Warum er da die One-Ways drin hat, verstehe ich nicht, weil theoretisch kann ich einfach drüber springen. Und hier sehe ich immer nichts. Und dann Leben. Ah, Yoshi. Hallöchen, den nehmen wir sehr gern mit. Die Feuerblume nehmen wir auch mit. Dann sind wir schon mal sehr gut ausgestattet, auch in der Stage. Und Florian, hi. Okay, und was haben wir hier? Da haben wir auch noch ein Pilzi. Da haben wir auch noch ein paar Münzeli. Da haben wir einen Checkpoint. Sehr cool. Haben wir da eine Türe und wir können da lang. Wir gucken uns mal schnell die Türe an. Das ist der andere Bereich, sieht nicht wahnsinnig vielversprechend aus. Hä? Und Tina, hey. Oh nee, wir kommen nicht mehr zurück, oder? Digga, Mann. Ja, damit kommen wir da leider auch nicht rein. Dann wird's schwierig. Okay, wir müssen uns umbringen lassen vom Boom Boom. Wieso macht man das? Ja, das ist halt so ein bisschen der Nervenkitzel in dem Game, sag ich mal. Das kann halt immer mal wieder passieren. Da musst du halt zweimal überlegen, gehst du in die Türe? Yo, oder no? Jetzt müssen wir leider alles ohne Yoshi machen, wegen dieser Türe, die unser Grab war. Ultra ärgerlich. Wow, er hat sogar Indicator. Okay, da oben ist eine Türe. Da müssen wir wahrscheinlich auch hin, ne? Also gut. Let's go. Spiel voller Überraschung. Wie ein Ü-Ei. Ja. Auch die Bossfights sind immer ein Ü-Ei. Gut, dass der schon mal weg ist. Die Leben haben wir schon mit am Start. Haben wir ein chilliges Leben eigentlich. Schade. Man hätte eigentlich noch eine Shell mitnehmen können. Von dem Typ. Aber immerhin haben wir dann die drei Leben nochmal bekommen. In dem Raum, glaube ich. Dafür ein Bu. Wir gucken mal. Ich sag mal so, Leute, wenn er das nur ein einziges Mal macht, da müssen wir so ein bisschen, sieht auch ein bisschen krass aus. Okay. Epic Boss Battle. Okay, da müssen wir aufpassen, da kommt gleich Goomba. Switch. Yoshi kriegen wir auch damit an den Start. Brauchen irgendwie noch einen P-Switch. Okay, wir gehen die Pipe, wir haben Yoshi, wir haben das Power-Up noch. Ist da der P-Switch drin? Nochmal ein Pilz. Okay. So, dann brauchen wir den P-Switch. Okay, dann müssen wir in die P-Door. Okay, wir gehen in die P-Door. Vielleicht ist jetzt schon vorbei, da haben wir 22 Leben. Da haben wir noch einen Fufi, den brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Okay, Yoshi! Woohoo. Wir lassen dafür kein Like da. Als Bestrafung. Japanisches Level. USA, japanisches Level. Okay.
Absolut krass nach gestern. Ja. Gestern waren wir unten auf einem einzigen Leben. Oh, ganz schön Pain, Digga. Bullet könnte noch Gold wert sein, vielleicht irgendwann. Schießpotenzial auf jeden Fall, das Ding. Gute Stage, aber. Die ist richtig cool. Los. Yeah. Jetzt hat jemand die Bullet leider. Ich hoffe, wir brauchen die nicht. Wir machen es mal so. Schade, man hätte die Läden fahren können mit den ganzen Bullets, die unten drunter waren. Da habe ich nicht dran gedacht. Da hätte ich müssen dran denken, eigentlich. Schade. Ja. Wir lassen ein Like da auf jeden Fall. Die Stage war echt richtig gut. Up 3. Sammle alle 50er Münzen 3 und erreiche das Ziel. Okay. Und die Shell. Dann kriegen wir den Fufi. Oh, danke für den Fufi. Autoscroll. Kriegen wir auch ein paar Münzen. Wo kommst du her? Ich komme aus. Gebürtig komme ich aus Freiburg, vom schönen Kaiserstuhl. Jetzt mittlerweile wohne ich im Saarland. So, und du? Wir brauchen irgendwie die Fufis noch, deswegen, ja. Schwierig, da unten ist einer. Alle? Alle. Okay. Wenn es schon ist, bin ich happy. Jo, wir nehmen den oberen Weg, oder? Das ist ein bisschen chilliger. Vielleicht kriegen wir die drei Leben noch. Ich lasse mal ein Like da. Wieder gut. Und dann ist Hallöchen. Sei grüßt. Japanisches Level mit einem Pimmel erreicht das Ziel als Feuer Mario. Okay, das sieht wieder ein bisschen nach Rätsel aus. Der Pimmel ist auch wieder mit am Start in der Beschreibung. Das heißt immer, dass man da ein bisschen besonders aufpassen muss. Ja. Marling, legendäre Disco. Oh, Digga. Also er hat mich jetzt schon zweimal abgefahren. Also mir buhen und mir skippen. 20 Sekunden. Rocky Road. Oh, das geht auch schnell. Eigentlich soll man es geben. Abseits. Ja, nachdem machen wir es abseits. Ja, das müssen wir abseits machen, Leute. Jo! Muss ich dann den Switch hitten, oder? Oh, Spin Jump. Ja, eben, also. Ich verstehe die Verteilung von den Leveln als manchmal wirklich nicht, Leute. Keine Ahnung.
Und dann da drauf und dann da drauf. Zu sehen, was sich der Level Creator dabei für bestimmte Dinge gedacht hat. Ein bisschen nach oben von Julian. Schade. Damit müssen wir sofort rein, dass man den Pilz besorgt. Schade. Okay, kriegen wir sogar eine Feuerblume. Und Keanu, hey. Es gibt. Ja, wir probieren es mal. Schon hätte ich die halt gern über, dann könnte man die vielleicht saven und mitnehmen dann. Sehr gut. Jo. Also am Anfang gab es Stufen, das weiß ich. Schade. Da gibt es die Stufen. Oh, nichts mehr machen, ne? Nehmen wir die drei Leben noch mit? Jo, ich glaube die drei Leben. Wir lassen mal ein Like da, warum denn nicht? Weiter geht. Also nicht, dass das geht. Ja, der. Also ist auch ein bisschen tricky. Big Rash Boss Rush. Ich nehme lieber die Wiggler, wenn ich es mir aussuchen darf. Cool. Cooler Boss, richtig cool gemacht. Treffen die nicht mehr, oder? Okay. Ich glaube, wir müssen die Pipe. Leben können wir hier leider noch keine farmen. Hallo, Bo, hi, hallöchen. Die da.
Coole Idee, Mann. Er hatte den Schlüssel, oder? Ja. Da gibt's doch nochmal eine Pie. Pilze ohne Ende. Man denkt sich halt immer, das könnte die Leben geben, aber... Schade. Was macht denn der überhaupt? Ah, wenn der einen Ball berührt, kehrt er um, ne? Okay. Hä, warum kehrt denn der um? Ein cooler Bossfight. Ich lasse mal ein Like da. Das war eine coole Stage, finde ich alles in allem. Coole Bossfights auf jeden Fall. 9,5 von 10. Casco Pinjon Puzzle 2 erreicht das Ziel als Stachy Mario. Hier mal die Pie. Da mal den Stachy. Au. Und dann ist auch noch mal ein Pau da. Das heißt, wir müssen den eigentlich davor triggern. Das Problem ist, dann kommen wir aber nicht mehr raus. Die Frage ist halt, wie soll das dann gehen? Eigentlich braucht man nur einen Schlüssel. Die Frage ist, wo ist der Schlüssel drin? Ah, jetzt verstehe ich's. Aber wir haben schon verkackt. Also wir hätten den Stein wegmachen müssen? Nee, das würde dann auch nicht gehen. Und dann in die Tür? Dann kriegen wir den Schlüssel? Also wir müssen den Stein wegmachen. Dann in die Tür, dann kriegen wir den Schlüssel. Davor müssen wir den hitten. Also wir müssen den hitten, dann müssen wir den hitten und dann können wir aber den nicht mehr hin. Ah doch, dann müssen wir den wieder hitten. Also verkackt haben wir es auf jeden Fall schon. Wir geben trotzdem nochmal einen Versuch. Aber ich glaube, ich weiß wie. Also, wir nehmen uns den mit. Dann gehen wir da rein. Wir ballern den weg. Dann holen wir uns den Hit. Dann gehen wir den. Dann holen wir uns den. Kriegen wir einen Schlüssel. Gehen da rein. Holen uns den Stachy wieder. Ballern den weg. Kriegen da den Hit. Holen den Pau raus, gehen da rein. Let's go. So, das müssen wir uns jetzt gut angucken. Also, wir haben On-Off-Switch. Dann können wir den einmal hitten. Wenn wir den Helm aufziehen, dann kriegen wir nie wieder den Helm. Da ist eine Piranha-Pflanze. Vielleicht hat die den Schlüssel. Den müssen wir auf jeden Fall davor hitten. Wir brauchen auf jeden Fall auch den On-Off-Switch. Wir haben einen Reset-Door und in dem Ding ist der Pau. Die Frage ist halt, ah, okay, da kriegen wir dann den Hit. Also, wir hitten den. Den brauchen wir, um den Hit zu bekommen. Oh nee, das war falsch. Ah nee, war es nicht. Dann können wir den aufziehen, dann gehen wir da hin, dann holen wir das da oben, kriegen den Hit, ballern den raus, gehen in die Tür. Gehen wieder in die Tür. Dann gehen wir da hoch, kriegen den Hit, gehen wieder da runter, holen den Pau raus, gehen da rein, holen den Schlüssel, gehen da wieder rein, resettet alles. Jetzt brauchen wir den On-Off-Switch. Den kriegen wir dadurch. Und dann haben wir den Stachy halt noch mit am Start, aber ich glaube nicht, dass das schlimm ist. Wir hätten den Switch. Oh nein. Wie soll das dann gehen? Ah, wir können einmal oben rum. Sehr gut. Ja. Wieder gut. Sehr gut. Krieg kein Like, keine drei Leben. Trotzdem eine süße Stage, finde ich alles in allem. Japanisches Level 40.